Willkommen zu einem weiteren Video über Sraundeuveland. Dieses Mal werden wir die Insel verlassen und uns auf die Osterschelde begeben. Wir machen eine Rundfahrt mit dem Ausflugsschiff MS Onrust. Vom Hafen Burg Sluis aus geht's Richtung Westen vorbei am Sturmflutwehr. Weiter nach Osten entlang der Sandbank Rochensplat und hoffen Seehunde zu sichten. Vom Ende der Sandbank aus schippern wir ans Sraundeuvelands Küste wieder Burg Sluis entgegen. Unser Schiff liegt ablegebereit im Hafen. Noch ist Frühling und wie so oft herrscht jetzt auch ein strammer Wind. Mit Windjacken ausgerüstet ist es aber kein Problem. Wir sind an Bord. Durch die Hafenausfahrt sehen wir weit über die Osterschelde den dicken Turm von Siriksee und die Seelandbrücke. Jetzt aber Leinen los und fertig zum Auslaufen. Nach der Hafenausfahrt passieren wir den kleinen Leuchtturm von Burg Sluis und steuern Richtung Sturmflutwehr. Ein einsamer Angler dümpelt auf dem Wasser. Petri Heil. Das Sturmflutwehr und den Windpark auf der Arbeitsinsel Nelche Jans habe ich bereits im zweiten Teil dieser Reihe beschrieben. Wir haben ablaufendes Wasser und die Sandbänke fallen langsam trocken. Angestrengt suchen wir nach den Ruheplätzen der Seehunde. Doch im Moment nur Kormorane. Auf der Uferseite passieren wir den Plompetoren und liefern uns ein ungleiches Rennen mit Sportseglern. Der Wind hat zugenommen. Erste Schaumkronen bilden sich. Das deutet auf Windstärke 4 hin. Wir fahren nun weiter nach den Seehunden. Über die Sandbank Rochenplat hinweg ist nur die südlichere Insel Nordbeveland zu erkennen. Dann sehen wir welche. Allerdings in einer Entfernung, dass man sie nur mit guten Ferngläsern erkennen kann. In den Priel der Sandbank kommt das Schiff nicht hinein. Die Fahrt entlang dieser Untiefe geht weiter. Überwiegend am Rand finden wir die japanische Auster, eingewandert am Rumpf von Schiffen. Im flachen Wasser suchen Strandläufer nach Nahrung. Wir nähern uns Siriksee. Neben den Austernfischern sucht ein Löffler nach Kleintieren. Weiter vorbei an den Austernbänken kommen wir zur Ostspitze der Sandbank. Hier bildete sich vor Jahren eine mehrere Meter hohe Muschelbank, die aber leider wieder fortgespült wurde. Wir sind jetzt am nächsten Punkt zu Siriksee und der Seelandbrücke und am weitesten vom Sturmflutwehr entfernt, machen langsam Kehrt und fahren auf dem Rückweg an der Küste entlang. Schwächer geworden ist der Wind bedauerlicherweise nicht. Unser Schiff passiert das Restaurant Herrenkät. Hier haben wir noch vor kurzem eine Pause beim Radeln eingelegt. Am Küstenstreifen ein einsamer Wanderer. Hier halten wir Ausschau nach Schweinswalen. Oft genug haben wir die Rückenflosse dieser kleinen Walart vom Ufer aus gesehen. Wir biegen ein in den ehemaligen Arbeitshafen von Srelpuk. Entstanden 1953 durch die Sturmflut und wurde später als Arbeitshafen für den Bau des Sturmflutwehrs ausgebaut. Ein übrig gebliebener Senkkasten für die Abdichtung des Sturmflutschadens im Deich liegt noch mitten in der Bucht. Heute Denkmal und Schutz für Seevögel. Viel Platz wurde hier der Muschelzucht gegeben.
Wir verlassen den Hafen und steuern Richtung Plompetoren, dem klobigen Turm. Auf der Radtour zum Sturmflutwehr im zweiten Teil dieser Reihe haben wir ihn bereits bestiegen und die Aussicht von oben genossen. Weiterhin halten wir Ausschau nach den Schweinswalen. Dann fragen wir uns, ist es eine Welle oder der Rücken eines Schweinswals? Auf jeden Fall war die Aufregung an Bord groß, denn mehrere Passagiere hatten ihn gesehen. Nach ein paar Minuten laufen wir wieder in den Hafen von Burg Sluis ein und die Onrüst macht fest und entlässt die Passagiere. Bis dann, zum nächsten Video.